Hallöchen und einen schönen guten Abend. Einen Moment bitte. So, hier müssen wir hin. Schönen guten Abend und Hallöchen, Loki Tells. Mir ist kalt, Leute. Morgen ist Herbstanfang, ja? Morgen. Nicht heute. Es ist so kalt geworden. 23 hier in der Wohnung. Ach. Widerlich. Wir spielen zu Halo. The Isle of Rima, um genau zu sein. Auf dem Server zu Halo, so heißt das. Ich habe Pläne. Hallöchen, Trickster. Willkommen. Wie geht's? Wie steht's? Es ist Tag. Oh, wow. Also, wir sind momentan als Fleischfresser unterwegs. Als wunderschöner Carnotaurus. Das ist sogar ein bisschen brummt. Wir sind bei sogar schon 85%. Aber dieses Gläs bist gekommen. Bist du auch ein Dino-Fan? Das wird mich freuen. Das wäre cool. Nur zu der Info. Wir spielen jeden Freitag, Ausnahme nächste Woche, dieses Spiel, bei dem wir einfach die Rolle von dem Dinosaurier schlüpfen. Nein, Katze, wir spielen Dino, nicht Katze. Lass mich mal ganz kurz was machen. Ich habe nämlich Pläne. Katze. Jetzt habe ich mich wegen dir verschrieben. Und kannst nicht mal... Du hast es... Du schnallst es nicht? Loki, ich weiß nicht ganz, wie ich dir das beschreiben soll, aber man versucht halt einfach zu überleben im Spiel. Und ja, Triceratops und Stegos sind cool. Keine Frage. Ich bin aber ein T-Rex-Fan. Loki, das mit dem T-Rex könnte vielleicht ein Grund sein, weil Legacy, ich spreche das immer falsch aus, ne? Legacy ist ein bisschen veraltet. Wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Also die Bugs, die vorhanden sind. Hallöchen, 20. Also die Bugs, die wir sind, die bleiben halt. Oh, leb wohl. Aber das war Absicht. Ja. Also, es ist zugegeben, das Spiel ist, wenn man Carnivore spielen will, nichts für Anfänger. So, wir spielen jetzt Pache. 20, wie geht's? Nehmen wir unseren... Nee, wir machen was Neues, oder? Wir haben nämlich nächste Woche ein Event am Samstag. Da werde ich auch ein bisschen früher live gehen. Und ich werde heute mal so ein bisschen die Route ablaufen, die wir dann... ja, vorgesetzt bekommen. Weil ich mich auf der Insel noch zu wenig dafür auskenne. Das ist zwar schon ganz nett, von dem Rosa mal abgesehen... Warum? Haustier gefüttert? Die Schlange? Was gab's denn?
Schweine werden noch gefüttert. Später dann. Grün? Nee, nix grün. Viel Zitzenmaus? Habe ich ja noch nie gehört. Keiner? Hä, was? Das, glaube ich, gefällt mir. So. Dann gehe ich einfach mal in den Channel. In den richtigen Channel. So. Wir sind aber schon mehrere. Naja. Ist okay. 20. Ist okay. Nordwest kann ich nicht. Aber das wäre eigentlich die richtige Richtung. Ich muss mich jetzt erstmal orientieren. Das Event. Ja, Moment. Zeige ich euch gleich. Ganz kurz. Ich kann nicht schreiben. Was ist denn heute los? Also, das Event. Wir haben diesen Plan. Und das funktioniert nicht. Moment. Das müssen wir so machen. So müssen wir es machen. Wie, was ein Umstand. Also, wir haben die Aufgabe, 10 Schlammlöcher zu besuchen, uns vollständig einzusauen und dann zum Radioturm zu gehen. Das ist so eine Art Wettrennen. Und das will ich eben jetzt so ein bisschen die Route ablaufen. Bisschen Vorbereitung treffen. Ich bin jetzt nur, was die Map angeht, absolut überfragt. Skyhole. Ich kann es leider auch nicht lesen. Was sind denn überhaupt die Koordinaten? Minus 168 oder sowas. Muss ein, wir bekommen ein Pache auf 50%. 20. Das ist praktisch vorgegeben. Alles andere scheint einem frei zu stehen. Ach, ich bin hier. Also Nordwesten müssten wir eigentlich. Frage ist. Ja, nein. Also jeder hat dasselbe zu Beginn. Hier gibt es kein Fressen. Und ja. Es ist so eine Art Wettrennen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo wir genau hin müssen. Wie er flitzt. Ich bin gespannt, wie das wird nächste Woche. Ich weiß nicht, wo wir starten werden. Ob wir alle an dem ersten Spawnpunkt irgendwo sind oder was weiß ich wo. Und ganz ehrlich. Das nervt. Danke. Da wir aktuell zum Glück allein, also fast alleine sind auf dem Server, nur 2 Herbies, kann ich auch beruhigt durchs Wasser. Ich glaube, ich brauche länger, als ich dachte.
Hui. Ja? Das glaube ich. Also allgemein so den Entwicklungsprozess von Spielen, der ist schon interessant. Ich gucke aktuell, also manchmal bei einem Streamer zu, der macht so ein Retro-Pixel-Spiel auf Unity. Ich weiß gerade nicht, wahrscheinlich das Fünfe. Ich habe erst vor kurzem entdeckt und ja gut, ich habe aktuell eher so beim Pixeln zugesehen, aber das ist schon auch cool. Also wir müssen irgendwo dorthin. Du meinst jetzt wahrscheinlich von The Isle, oder? Weil ja Unity. Also. Nee, Quatsch. Ach, was weiß ich. Wo ist der Hügel? Wo kommt der Hügel her? Ich will doch nur da hoch. Aber ich kenne mich nicht aus, ganz ehrlich. Ich habe mir zwar auch schon mal gedacht, dass es cool wäre, ein Spiel zu machen, weil ich eine Idee habe. Aber da steckt so viel Zeit drin. Und Wissen. Och. Und können natürlich. Hoch mit dir. Wahrscheinlich falle ich dann runter, oder? Anfängerding? Ich glaube, ich verwechsel das auch gerade mit der Unreal Engine, ne? Oh Gott. Wo kommt die Schlucht her? Ach du Heilige. Gott. Aua. Das war mein Bein. Der Arme. Aber eigentlich brauche ich was zum Essen. Das hört sich ja an. Wir haben die Hälfte an Schaden genommen. Ja, es war ein Risiko, aber ich hatte nichts zu verlieren. Zur Not fangen wir halt nochmal von vorne an. Bis dahin könnte ich auch im richtigen Gebiet spawnen. Ja, ich habe sowieso noch nichts zu fressen. Auf die Streckbank? Was tust du? Ich habe nur drei Dinge. Ja, kannst du. Wahrscheinlich werde ich bei als Letzte dann bei dem Event ankommen. Reicht das nicht schon? 54. Ich habe keine Zeit. Ich bin kein Sprungbrett. Ich brauche was zum Futtern. Aber hier scheint es ja auch nichts. Ah. Blätter. Wenn ich mich jetzt ausruhe, um das Bein zu heilen, verhungere ich. Und es gibt nicht mehr irgendwelches Gras hier.
Seht ihr gerade auch so viel? So, wo bin ich jetzt? Dame Pache. No. Also rein technisch muss ich jetzt hier lang. Habt ihr eigentlich genug Sound? Also in-game? Katze, was denn Stifte? Ja, ein bisschen ist gut. Ich hab mir Bein gebrochen. Lass den Stift in Ruhe, Katze. Ich hab einen fetten Beinbruch. Weil ich's riskiert hab. Das war die Katze. Nur zur Info. Hättest du nicht wenigstens auf die Tab-Taste hüpfen können? Ich bin ein paar Felsen runtergerutscht. Also praktisch Felsen von der Klippe. Ich wollte eigentlich die Map aufrufen. So. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Nee. Ich verhungere gleich. 1,85. Ja, die Richtung ist nicht falsch. Aber ich brauche echt was zum Essen. Mir egal, was es jetzt ist. Da ist nix. Oh Gott. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Gras. Ist die Theorie eigentlich schon bestätigt, dass aus dem Stügel-Moloch der Pache Cephalo wird? Weiß das zufällig jemand? Gott, das bringt halt auch überhaupt nichts, ne? Aber wir können uns kurz ausruhen. Und du geh jetzt mal vom Rechner runter. Mein Gott. Warum kann man im Liegen eigentlich nicht schnuppern? Hä? 20? Du verwirrst mich gerade echt, Twenty. Ich rede jetzt nicht von Ingame-Kram. Sind die Beine jetzt? Ja, wir können wieder. Dankeschön. Irgendwo in diese Richtung. Er wieder Beine. Ja, Beine wieder heile. Und ich habe den Dino gehört.
Aber das heißt nicht, dass ich weiß, wo der war. Das war bestimmt Chroma mit ihrem Tenor. Da ist mal wieder nichts Gescheites zum Fressen. Aber es ist uns doch egal, ob wir jetzt fruchtbar sind oder nicht, ne? Ich brauche nämlich einfach nur was im Magen. Geradeaus. So viel zu geraten. Okay. Falsche Taste. Minus 178. Das heißt, geradeaus. Hoffentlich. Gott, ich werde mich so verlaufen. Ich sehe das jetzt schon kommen. Warum gibt es 10 Schlammlöcher in diesem Spiel? Essen. Fressen. Das heißt... zarte Haut? So nennst du das? So, so. Also das hier ist... das ist schon das richtige Bäumchen, ne? Frisst dich satt? Da hast du recht, 20. Ja, jetzt funktioniert der Schmarrn hier. Das heißt, ungefähr in der Nähe der ersten Schlammkuhle ist Futter. Ich bin ja der Meinung, dass am Anfang vollfressen keine schlechte Idee wäre. Auch wenn eine gute Diät auch nicht verkehrt gewesen wäre, aber... was ist denn damit? Gibt's keine Orangen mehr? Ich hab doch hier... da wird sich wahrscheinlich echt drum gestritten werden, das sehe ich jetzt schon kommen. Süß, wie sie so frisst. So, wir machen die zweite Wabe voll und dann ziehen wir weiter. So. Also, Westen. Er quietscht halt immer noch so. Also, erstes Schlammloch. Wo bist du? Da drüben. Wandel der Festung mit den Stacheln. Echt? Oh. Da drüben könnte man aus Haut. Ja, aber schützen die dann überhaupt?
Ist es das hier? Nein, das nicht. Agave, Kokosnuss. Wo? Da. Ah, jetzt. Ich bin ein bisschen zu groß. Hm? Dann nehmen halt die schon kaputt ist. Stimmt, die Kokosnüsse, das war's. Echte Leute, 20. Oh Gott. Ja, ich weiß, dass da einer ist, aber ich kann nicht antworten bei dem Gequieke. Diggi? Der hatte dann bestimmt ziemlich Schädelweh. Komm, mach die Wabe voll. Mach voll. Dankeschön. Also. Was? Ja, also. Leider bin ich nicht ganz vertraut mit den Himmelsrichtungen. Wenn das hier Westen ist, bin ich ein bisschen zu weit, oder? Ich bin ein Magier. Seht mich an. Das wird so nix. Ich schwebe immer noch. Was ist das für ein Stein? Felsen, whatever. Wo? Die Dornenkrone hast du. Ja, die habe ich. Aber nicht mehr lange. Süd. Jetzt sind wir gerade Richtung Osten unterwegs. Ich guck mal. Ja. Das ist hier in der Nähe. Das Schlammloch. Der Schatten der Palme. Welche Palme? Die da? Wahrscheinlich irgendwo hinten, wo ich schon weg bin, ne? Hä? Wer grummelt hier? Hey! Hallo Pixel? Was war das denn gerade? Was steht an? Wir stehen... Warte, ist es da unten? Wir versuchen, die Route für... Hallo! Ich habe gefunden! Also, ich versuche, die Route von nächster Woche ein bisschen nachzuahmen. In der Hoffnung, dass ich den Weg finde. Das ist so süß, wie die sich baden. Könnte es sein, ne? Also, wenn das der erste war. 163? Oh ja, okay, die Map ist klein. Dann. Ich würde mir das gerne rausschreiben. Ab zur Küste Richtung Norden. Nordwesten. Bin leider nicht da. Es ist ein Wettrennen. Man soll von einem Schlammloch zum nächsten laufen. Halt mit kompletter Animation durchlaufen lassen. Und dann am Ende zum Radioturm. Folgt mir jemand?
Und da ich die Map so gut wie gar nicht kenne, übe ich ein bisschen. Es wird mir zwar wenig helfen, aber ich werde mir die Koordinaten rausschreiben. Also leserlich aufschreiben. Nordküste. Also eher so in diese Richtung. Aber wie geht's denn so, Pixel? Der springt genauso schlecht wie in Grünhell. Was ist denn das? Einprägen? Auf die Schnelle bestimmt nicht. Ich merke mir nur die Himmelsrichtung. Mehr oder weniger. Zur Küste müssen wir. Das sieht aber nicht so weit weg aus. Da ist so ein Menschending. Da ist so ein Menschending. Ups, das war falsch. Egal. Das Warehouse, oder? Dann müsste ich straight nach Westen jetzt. Ja, ist schon irgendwo richtig. Von der Grube immer geradeaus. Bei Nacht wird's lustig. Die wollten mich. Oh, wie frech. Die hätten mich fast getroffen. Was meinst du, Twenty? Ach so, okay. Das, also ich meine, das mit den Haiangriffen, das ist, das glaube ich, weil so viele sind es tatsächlich nicht. Aber durch Kokosnüsse, ehrlich? Also, wo sind wir jetzt? Minus 222, minus 18. Oder ist es eine 8? Könnte es sein. Bei den Dinos nicht anders. Ja, das weiß ich nicht. Also, der Pari hatte den recht. Wobei, es ist ja auch nicht bewiesen, ob der jetzt wirklich einen harten Dickkopf hatte. Wobei, so ein Stego zum Beispiel, die hatten keinen dicken Kopf. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Ich sehe es jetzt schon kommen, das ist so katastrophal. Und Wasser könnte ich eigentlich auch gebrauchen, aber.
Ach ja. Kein Wasser, kein Essen. Aber wir haben das Meer erreicht. Ich glaube, ich muss weiter nördlich. Das muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Ich hätte mir die Koordinaten aufschreiben sollen. Also die, wo ich bei der Schlammpfütze war. Das finde ich ja nie. Also zumindest ist das die erste Anlaufstelle. Jetzt bin ich hier. Das ist ja viel zu weit im Norden, oder? Ich bin mir nicht sicher, weil die Map so unverständlich zu sein scheint. Moment. Radioturm? Das ist da. Das ist... Wenn ich das wenigstens richtig lesen könnte. Also man startet in der Nähe von dem ersten Loch, wo ich schon gewesen bin. Das zweite kann ich nicht entziffern. Sehr schön. Für die Gewinner gibt es ja so Punkte vom die Discord-Server, so DNA wird es dort genannt. So Sammelobjekt-Gedöns. Also es ist nicht schlimm, wenn man es nicht schafft. Es hat ein Gimmick. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mich an die anderen einfach dranhänge, die sich mit der Map auskennen. Ich finde es auch interessant, dieselben Bäume, haargenau die gleichen, gibt es hier bei Green Hell auch. Also Form und diese Pflanzen. Ich muss nicht Erster werden, ich will es einfach nur ans Ziel schaffen, 20. Aber ich werde eh erst mal verdursten hier. Paranussbäume, ja genau. Wobei mir noch keine Paranuss bei Green Hell untergekommen ist. Ob es hier welche gibt? Ich glaube nicht. Gras gibt kein Wasser, oder? An jedem Baum? Bei mir nicht. Ich habe letztens bei einem geschaut, da war nix. Vielleicht muss ich noch mal genauer hingucken. Jetzt bin ich wieder hier. Minus 200. Das Problem ist gerade Wasser. Aber ich bin vom Gras ehrlich gesagt nicht so angetan.
Kennst du das Schlammloch hier in der Nähe von der Küste, 20? Falls ja, bin ich auf dem richtigen Weg? 191. Minus 182, wenn ich das richtig sehe. Dann müsste ich noch weiter zurück. Ich versuch's ja. Auch wenn ich sowieso verdurste. Ich wüsste ja auch gern, wie die Admins das dann hier in der Nähe kontrollieren. Hier in der Nähe? Ja, aber wenn da jetzt mehr als 10 Leute sind, und so viele Admins gibt es ja gar nicht, glaube ich. Ich weiß es nicht. Muss das nicht hier irgendwo sein? Oder ein Wasser? Wasser wäre auch nett. Das könnte sein, Pixel. Oh, es gibt sogar was zu essen. Ob man die wirklich laufen muss, weiß ich nicht. Aber auf der Map ist eine angezeichnet, eine Route. Ich glaube, das ist einfach die klügste. Weil man ja dann später hoch zum Radioturm muss. Ich werde das nie finden. Frisst der jetzt überhaupt das Richtige? Nicht sicher. Ja, wahrscheinlich schon. Gibt es hier Wasser in der Nähe? Ich meine, bei mir wird man sowieso sehen können, weil ihr das im Stream sehen könnt. Wie gesagt, Samstag, nicht vergessen. Nicht Freitag, Samstag. Also. Jetzt bin ich schon wieder viel zu weit. Sind die Koordinaten so mickrig angelegt, hä? Nicht. Ich glaube, ich muss echt den anderen hinterherlaufen. Das funktioniert sonst nicht. 84, dann haben wir zumindest das bald. Aber mitten im Dschungel bestimmt. Bin ja gespannt, ob wir bei Tag oder bei Nacht starten. Oh, ich finde das nie. Ich meine, sollten wir jetzt verdursten, dann ist das so.
bin ich echt verwirrt. Wofür steht die zweite Zahl? 79? Ich kann das so schlecht lesen. Ich glaube, es ist sowas wie eine 79. 7, 9, 7 vielleicht? Nein, so rum. Das habe ich. Ich habe keinen Plan. Hier ist zumindest wieder eben. Moment, 20. Du hast ein Emote mit der 69? Wer hat denn sowas? Ich finde das nicht. Das ist doch bestimmt die und nimmer nicht im Dschungel. Im Wald. Aber jetzt muss ich echt langsam mal nach was Flüssigem schauen. Was hat das mit Frauen zu tun? Die Koordinaten sind einfach der Katastrophe. Alles Mögliche, aber kein Wasser. Ach so meinst du? Ja. Echt nicht? Ich würde es denen noch eher zutrauen, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich guck mal schnell was anderes. So, klicken wir das da an. Read me. Geh weg da. So. Also. Radio Tower. Skyhole. Das Ding hier. Küste. Echt kein Wasser in der Nähe. Ich werde verdursten, Leute. Süd, Nord. Ich sollte vielleicht auch den Chat wieder öffnen. Welches laut Map in der Nähe von der Coastal Cave an der Küste irgendwo. Aber ich muss jetzt erstmal kurz Wasser finden. Das Wasserloch kenne ich zumindest. Wenn ich hinkomme. Rechtzeitig. Nummer. Also von der Map. Routenmap Nummer 2. Falls du die meinst. Und da ist ein Abgrund. Komme ich trotzdem? Nope. Also, ich kann es dir, auch wenn es kurz nervig ist, hier, nicht die. Also, hier will ich hin. Ich bin auch irgendwo in der Nähe. Ist das im Dschungel drin? Ich werde jetzt erstmal hier hin müssen. Um was zu fressen zu tanken. Ganz weit links. Links?
Oh komm. Bis dahin bin ich verdurstet. Warum ist hier kein Wasser in der Nähe? Und warum gibt es Fressen kein Wasser? Das ist eigentlich unlogisch. Wow. Da oben, oder? Hier ist es! Gefunden? Ich bin daran vorbeigelaufen. So, Strand. Und dann irgendwo dort hinten. Das Wasserloch kenne ich zum Glück. Das ist mir schon mal gezeigt worden. Da hinten. Bitte noch nicht. Nicht sterben. Aber das bedeutet auf jeden Fall eine Tortur. Oh Gott. Container. Lauf, kleiner Pache. Aber jetzt habe ich es zumindest gefunden, das Schlammloch. Oh, ich habe es geschafft. So, von hier aus wird es lustig. Ich darf den ganzen Weg zurück. Zwischen Loch... ist da eine Klippe oder was meinst du? Weil wenn das Spiel fair sein soll, dürfen sie keine Dinos im Wasser platzieren. Sollte da Wasser sein. Ich hab's jetzt nicht im Kopf. Trick dich satt. 5 und 6. Guck ich gleich. Tödlich. Oh. Und 20, was meinst du mit Doping? Wie soll ich denn bitte meinen Dino dopen? So. Also. Ein Weg durch die Klippe? Was? Warte, 5. Und 6. Nein! Außerdem weiß ich gar nicht, ob das erlaubt ist, 20. Man könnte aber auch eine andere Route nehmen, Pixel, als die direkte. Also. Am Schlammloch warten. Ihr seid sehr fies. Als Pachi kann man sich ja dann nicht mal wirklich verteidigen gegen so ein Dino. Okay, das heißt, das Schlammloch ist da bei diesem Felseingang-Gedings. Was machst du, wenn dann 20 auf dich draufhauen? Oder zumindest 10? Kopfschmerzen, oh ja. Das ist gut. Hab ich mich verfranst? Ja, ne? Falsch abgebogen? Nein. Doch. Ach, was soll's. Ich hab das Loch gefunden. Und von dort aus... Also ich werde mich dann halt erst suhlen und dann weiter zum Wasser.
Und von dort aus. Sehr weit Richtung Osten. Sehr weit östlich. Ja, doch. Wobei ich mich jetzt schon frage, ja doch, so, also je nachdem, wie man die Map halt sieht, ne? Nordost, so. Wobei ist mir gerade ein bisschen, die ist so, ne? Also Nordost. Richtung Wasser. Mehr Norden als Osten. Meine Hörner verschwinden langsam. Ja, nicht ganz nördlich, ein bisschen Osten, also so ganz minimal. Kann ich hier zufällig was essen unterwegs? Coconut? Ja, Coconut. Das wird so chaotisch nächste Woche. Und apropos nächste Woche. Falls jemand Interesse an der Serie Fullmetal Alchemist hat, Anime-Serie, Action, Fantasy, Drama, ich werde nächstes Wochenende anlässlich des 3. Oktober die Serie auf meinem Discord streamen. Ich hoffe, dass es auch mit Ton funktioniert. Gucken wir mal. Wow! Ey, die Kokosnüsse wollen mich tot sehen. ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ich werde mir die Serie auf jeden Fall reinziehen, ob mit oder ohne euch. Ja, noch bin ich nicht RIP. Noch nicht, 20. Ich habe mir die Koordinaten schon wieder nicht aufgeschrieben, ne? Ach, ich bin... Ich bin so doof. Aber zumindest weiß ich, wie es jetzt ausschaut. Das ist schon mal der Vorteil. Geradeaus Richtung Wasser. Mir tut langsam der Finger weh. Wir sind doch gerade schon mal einen Berg hochgekommen. Kannst du hier auch hoch? Oder nur rutschen? Danke. Das Springen ist nämlich nicht immer so eine einfache Sache. Also der direkte Weg muss über den Berg. Bildfehler.
Und es ist schon 21 Uhr. Warten wir mit den Katzen noch oder machen wir Pause? Ich meine, passieren würde mir hier nichts. Katzenpause? Okay, jetzt habe ich hier Wasser. $3,55, das heißt, ich bin in der Nähe. Okay, ich schaue nur schnell nach diesem blöden Loch. Loch de la Schlamm. Hier ist es sehr trocken. $3,56. $3,55. Hä? Ist alles recht trocken hier. Aber wir haben schon gemerkt, dass die Koordinaten absoluter Müll sind. Oder ich das falsch ablese. Es kann genauso gut sein. Hier ist das Wasser. Ich glaube auch, 20. Ganz ehrlich. Das glaube ich auch. Ach, hinterm Wasser. Ach, man muss auch die Map. Moment, da muss ich aber... Sprung. Ich weiß halt jetzt nicht, auf welcher... Oh, Miezekatze. 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 Miezekatze sagt, beachte mich. Dementsprechend machen wir eine ganz kurze... ich habe hier Frame-Einbußen. Seht ihr das auch? Oh, jetzt geht's. Oh ja. Naja, okay. Was soll's? Dann mache ich hier meine Katzenpause. Und wir sehen uns gleich wieder. Hoffentlich noch am Leben. Bis gleich. Wir leben noch.
Okay, dann gucken wir mal. Das muss ja gefunden. Oh mein Gott, das ging schnell. Da schreibe ich mir jetzt aber wirklich die Daten auf. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Ja, das ist nicht schwierig. Minus 380,842,2. Ich schreibe jetzt nur die erste Zeile auf. Und die zweite. So. Sehr schön. Weiter. Nummer. Ost. Perch Rocks. Okay. Ost. Ost. Mit dem Löffel. Löffel. Also. Mal schauen. Also praktisch ungefähr da lang. Ganz so ist es nicht, 20. Ich gebe den Beutelchen. Und ja, das hat nichts mit Dosenöffnen zu tun. Das würden sie mir nicht fressen. Also, wir suchen jetzt Felsen. Eine Felsformation. Und vielleicht was zum Futtern. Richtung Osten. Also eher so in die Richtung. Ist das da rechts dieser Perch Rock? Ist der gemeint? Das würde, glaube ich, von der Map her passen. Nö. Aber der große Felsen ist, glaube ich, ein Anhaltspunkt, oder? Da dahinter? Also wenn ich die Map richtig lese, da ist nämlich ein großer Felsen. Gibt es hier eigentlich keine Orangen oder so? Happa, happa. Nö. 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 Nix. Also östlich passt hier immer noch. Ich gehe jetzt mal außen rum und dann geradeaus. Gott, geht das auf den kleinen Finger? Okay, jetzt sind wir irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Und bald ausgewachsen. Wir brauchen 3,45.
höchstens die das Mausrad, aber ob das so bequem ist? Müsst ihr erstmal finden. Crouch, Jump. Ebene. Die. Das ist genau. Das ist alles doof. Lass mal es so, wie es ist. Was haben wir gesagt? 3,45. Irgendwo und nirgendwo mal wieder. Mit der Leertaste springt man. Also, die würde ich ungern belegen, weil so bei Baumstämmen ist das dann doch ganz praktisch. Drei, fünf. Was war das? Was ist das für ein... Schiedsrichter? Wir sind noch nicht im Event. Aber ich hab... Ach, das ist... Was ist das für ein Dino? Ich weiß das gerade nicht. In der Nähe sein, eigentlich. Da ist noch so ein Felsen. 370. Lotst mich da jemand? Oh! Hier drin irgendwo? Ich glaube, da lotst mich jemand. Nur, dass ich absolut miserabel im Orten bin. Ein Petri! Wer ist das? Wer hilft mir da? Dankeschön! Wer auch immer du bist. Pixel oder so? So. Wie der sich reinhaut. Ja, ich lieb's auch. Von da aus Richtung Osten wieder. Hinterm Wasser. Osten, da hinten. Wo ist der Petri jetzt hin? Da war mal einmal kurz abwesend. Absolut, Pixel. Absolut. Die lieben das scheinbar. Richtig schön mit Matsch voll schleimen. Schlammen. Langsam muss ich aber mal wieder... Da ist das Wasser.
Wow. Nein, das mache ich nicht nochmal. Ich habe schon Dino ertränkt. Das reicht. Ein Dino? Musst du mal ausprobieren. Wenn er noch klein ist, da hat er noch Energie zum Sprinten. Das heißt, das vierte Schlammloch ist in der Nähe. Ich habe schon wieder die Koordinaten nicht aufgeschrieben. Ich glaube, die benutze ich sowieso nicht. Ich kenne mich doch. Ich halte mich einfach an die Map. Die ist wenigstens legitim. Also, das muss hier in der Nähe sein. Ich gehe jetzt mal da hoch. Und gucke. Und weiß nicht, wo ich bin. Wir brauchen... Oh Gott, das ist ja überhaupt nicht zum Lesen. Hier ist die Mündung. Das heißt, ich muss dort hinten hin. Irgendwo gegenüber. Ich meine, diese Flusskreuzung kenne ich. Aber wo ist das Schlammloch? Koordinaten kann ich jetzt leider gerade nicht entziffern. Oben, unten. Da hinten. Was zu essen wäre auch nett. Jetzt mal von dem toten Fisch aus, ja? Da. Da hinten ist was. Dann hätten wir für kurze Zeit sogar ein Dreierding. Weiter im Norden. Ist das nicht hier? Ich muss auch endlich mal lernen, wie mein Futter ausschaut. Geh weiter im Norden, sagst du. Das ist dann wenigstens machbar. Oh, ein Knick nach Westen. Ach, jetzt verstehe ich. Ah. Ja, okay. So, du sagst Norden. Da hat sich jemand echt eine Route überlegt, hm? Aber mir ist noch nicht die Ausdauer ausgegangen. Das ist doch auch kein schlechtes Zeichen. Ein Knick nach Westen.
Krias will am Fluss entlang laufen. Das Krias uns gar nicht mit. Ah, nicht stehen bleiben. Bist du das Pixel oder ist das irgendjemand anderes? Petri ist so schnell. Man kann sich an einem Baum festhalten. Ich verfolge dich. Du kannst dich an den Baum festhalten? Okay, das ist mir neu. Das ist aber cool. Der trägt mit einem Fisch im Maul? Mit der Maustaste? Echt? Habe ich noch nicht ausprobiert. Ist ja cool. Das Einzige, was ich mit Bäumen gemacht habe, ist sie küssen. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch so langsam wird es knapp mit der Ausdauer. Das merkt ihr schon. Wenn der Fluss abknickt. Ist der Knick gemeint? Ich habe eh gleich keine Ausdauer mehr. Ja, ich schlauf. Ja, Moment. Ja. Wait for me. Ich kann nicht mehr laufen. Das sieht lustig aus, wäre so langsam. Aber auch eine hübsche Farbe. Ah, ich glaube, ich sehe es schon. Okay. Den Fluss entlang. Ich wollte schon fragen, wo ist der Schlamm? Komm, mach dich dreckig. Hört ihr das? Blub, blub. Also, das war die 5. Petri? Ich warte kurz wegen meiner Ausdauer. Oh Gott, die Augen. Was ist mit deinen Augen los? Oh, wir sind inzwischen ein paar hier. Vollwertig. Vollwertiger. Also, von hier aus. Direkt straight nach
Ost. Bis zum nächsten Fluss. Oh Gott, und dazwischen ist gar nichts am Wasser. Ah, Wasser ist voll. Das passt dann schon. Ob wir die Map noch abgelaufen bekommen? Osten. Also straight Ost. Ja, dürfte ungefähr passen. Einfach bis zum nächsten Wasser durch. Gibt's hier zufällig? Folge dem Weg? Weg? Welcher Weg? Der Weg? Okay, folge dem Weg. Ist aber sehr trostlos irgendwie. Danke, dass du mir hilfst. Sonst hätte ich mich doch ein bisschen länger hier rumgeirrt. Folge dem Weg. Aber ist das nicht schon Cheaten? Ich weiß nicht, ob ich es mir bis nächste Woche merken kann, aber. Ich meine, Osten wäre ich jetzt sowieso gelaufen. Wobei es südlicher ist als gedacht. Das hellgrüne? Ach so. Oh, das wusste ich auch gar nicht. Wer macht sowas in hellgrün? Ausdauer. Ich frage mich, was aus dem Tenno geworden ist, den wir vorhin zurückgelassen haben. Hier war ich aber auch noch nicht, ne? Ich
kann mich nicht an das Gebiet erinnern. Also, wir müssen auf jeden Fall zum nächsten Fluss. Also, als Orientierungspunkt. Jetzt glaube ich dir. Also, da ist sich schon Mühe gegeben worden. Auch wenn der Dschungel sehr unübersichtlich ist. Oh, das geht echt auf den kleinen Finger. Ich werde mir auf jeden Fall den dritten Bildschirm für die Map anmachen nächste Woche. Das kostet weniger Zeit. Na du? Immer noch mit... Wusstest du, dass der Fisch gammelig wird, wenn du ihn nicht rechtzeitig frisst? Oder ist es nur ein optischer Bug? Ich hatte mal sehr lange so einen Fisch im Maul und als ich ihn gegessen habe, habe ich mir dann eine Magenverstimmung zugezogen. Weil ja ein Petri kein Aasfresser ist. Bei mir ist keiner. Bei mir schon. Das sieht so ulkig aus. Bei dem Wettrennen kann ich nicht gewinnen. Petri ist schneller. Aber ich kann höher springen als du. Wie lange man wohl zu Fuß bräuchte für diese Strecke? Also ohne Sprint? Schmutzwasser. Lecker. Fische? Aber Fische interessieren mich nicht. Bei mir zeigt er auch das Gammelfischding bei dir an. Oh. Oh. Hier gibt's Futter. Gib mir Futter. Mir erstmal was zu essen. Ist egal was, Hauptsache irgendwas. Wahrscheinlich Kokosnuss wieder, ne? Alternativ? Wieso alternativ? Dieser Fisch. Vor allem, der ist ja nicht mehr im Maul, der klebt irgendwie an seinem Schnabel. Okay. Ich habe mich als Pari noch nicht fortgepflanzt, also keine Ahnung. Wie lange braucht der eigentlich, um den Kokosnuss zu essen? Komm.
sind nur anderthalb Dinger. Also von hier aus. Beeil dich mal. Also von hier aus. Jetzt war hier. Überm Wasser. Geradeaus. Also Nordost. Nord ungefähr dort lang. Ohne Unfall? Danke. Hui. Ich bin schon riskant, oder? Wenn da mal das Wasser nicht tief genug ist. Also von dem Sandpool aus irgendwo gegenüber. Betonung auf irgendwo. Und kam es mir nur so vor, oder war die Nacht echt kurz dieses Mal? Wasser entlang wäre wahrscheinlich leichter. Kommt mir das vor? Es kam mir aber echt nur so kurz vor. Ja, ich bin da. Yeah. Oh, beim Petri sieht das ja voll sweet aus. Kürzer geworden? Das wäre aber schön. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Patch Notes gesehen. So, von hier aus nach Süden. Sehr weit zum Süden. Tenorock. Richtung Sumpf. Oh, ganz toll. Ich bin unter dir. Das wird jetzt ein Spaß und das mit halbem Mageninhalt. Gleich nicht mehr. Ich fress so schnell was. Ich meine, wenn ich so überlege, wie lang die Nächte die letzten Male immer waren, das ist ja kein Vergleich gewesen heute. Oben voll fressen. Ja, ist eine lange Strecke, ne? Meinst du? Also laut Regeln eigentlich eher nicht. Da soll man selber schauen, wie man haushaltet. Sonst wäre es ja zu einfach eigentlich.
Dann wär's ja nicht nur orientiere dich, sondern auch. Dann wär's wirklich ein Wettrennen eigentlich. Aber so ist es halt. Geht der Magen überhaupt voll? Es schrumpft schon wieder. Hä? Kannst du das jetzt bitte mal ordentlich? Kannst du das jetzt bitte mal fressen? Mach dir Magen voll. Nur bis 20%. Ja, nee. Gras ist sowieso kein Favorit von mir. Jetzt frisst er. Ich habe auch das Gefühl, da leert sich der Magen schneller, als dass man ihn voll bekommt. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, sich was mitzunehmen für unterwegs. Ich meine, wenn es die Funktion schon gibt. Schnapp. Okay, diese Richtung. Rein ins Wasser. Drop. Seh dich, ich bin hinter dir. Einen Moment. Dämmert langsam wieder. Ich wüsste ja gern, warum sie sich für den Pari entschieden haben. Ausdauer. Er schnauft schon ganz schön. So, gibt's hier zufällig? Ah, sehe ich nichts. Okay. Da kriegen wir ein besseres Bild hin, oder? Pache, komm, dreh den Kopf. Danke. Kurze Pause. So, dann gucken wir schnell. Koordinaten minus 40. Das ist ja doch ewig. Canyon Path. Da bin ich sogar mal gewesen. Ganz im Süden. In der Nähe vom Sumpf. Das sollte man sich doch merken können, oder? Ein Lautsprecher.
20, was meinst du? Das war... Apropos. Ich habe eh Kokosnuss vergessen. Warte kurz. Eine Nuss. Wo ist sie denn? Da. So. Auf zum Sumpf. Ja, aber ja, bisschen Lautsprech. Ich hab eher. Ich hab jetzt eher an einen Ring oder sowas gedacht. So eine Art. Ich bin hier. Da. Da bin ich wieder. Pizzi hat's leicht. Ich frag mich aber ernsthaft, was du alles für seltsame Emotes hast. Und warum die Leute sowas benutzen aktiv. Also in welchem Zusammenhang. Wobei die Katzenfallen waren süß. Der Weg ist so weit. DJs. Ja, okay, aber hast du einen DJ in einem Abo? Musikstreamer. Ah, okay, das erklärt's. Ja. Ich habe, glaube ich, nicht mehr so viel. Wobei, mittlerweile folge ich bestimmt schon einigen Leuten. Mehr... Boah, passiv, aber... 4 von DJs? Okay. Ach, das ist wieder ein Weg, oder? Den ich jetzt gerade nicht sehe. Meine Ausdauer. Lass mich Pause machen. Immer den Fisch hinterher, da finde ich dich schon. Oh Gott. Pikachu. So, immer den toten Fisch hinterher. Aber in der Nähe ist vom Sumpf ein Schlammloch. Ich lieb's ja, wenn die Sterne auftauchen. Gegen den Baum. Ab hier werde ich mich wieder total verfranzen. Das sehe ich jetzt schon. Wo ist der Gammelfisch?
Da ist Wasser. Da ist der Sumpf. Da hinten. Jetzt ist das halt... Hallo. Ach, dann halt nicht. Wo ist Gammelfisch? Hallo. Also direkt im Süden. Und dann auf einem Drittel. Hä? Immer noch. Ja, so ein bisschen, ne? Geradeaus. Da bist du. Oben auf dem Hügel. Und wieder im Wald. Oh, nee. Ja, Twenty, leider. Leider, leider. Sprich, man muss sich wirklich einfach voll fressen. Nichts mitnehmen. Das stört sowieso nur den Geruchssinn. Die Mechanik ist zu benutzen. Folgen wir den Gammelfisch. Obwohl es ja eigentlich gar keinen dabei hat, angeblich. Wo fliegst du denn hin? Das ist ja ewig weit weg. Keine Ausdauer mehr. Da unten. Da unten. Schön, schön am Suhl. Oh Gott, wie soll ich das denn finden? Das finde ich ja nie. Das finde ich echt nie. Wartet. Wir sind jetzt bei 7. Ja, Moment. Minus 1,084,247 zu minus 81. Das finde ich nie. Sehe ich jetzt schon. So. Ausdauer. Das mag schon sein, aber... Dann habe ich es ganz genau. Die ersten beiden. Egal. Egal, schadet nicht. Ja, warte doch. Meine Ausdauer. Hui. Und? Haha, ich bin sogar hochgekommen. Tarnmodus. VN-Map eingibst, findet er nichts. Ach so. Das ist irgendwie sehr harmlos, was der Pache von sich gibt. Der schwere Teil? Oh nein! Ich fand das jetzt schon hart zum Finden.
Ich habe keine Orientierungspunkte. Außer dem Felsen vielleicht. Warte, Gammelfisch! Warte auf mich! Richtung Norden. Strömming? Bitte was? So, Gammelfisch? Da hinten. Das ist gerade echt eine Hilfe, ne? Bitte nicht den Fisch verlieren. Kenne ich nicht, nein. So, Strömming. Vor allem mit 2 M. Sagt mir überhaupt nichts. Ist das ein Name? Ein Eigenname? Ach komm, jetzt hoch da. Dosenfisch, der berühmte Gammelfisch. Nein, kenne ich nicht. Ernsthaft? Am besten am Weg halten. Weg? Weg? Ich sehe nur Wiese. Gott, da finde ich nie hin. Darf ich da den anderen einfach hinterherlaufen? Nordost. Oder wie gesagt, ich folge einfach der Map so gut es geht. Hier in der Nähe, vielleicht? Lustige Blume. Die sind ja jetzt nicht so weit auseinander, ne? Aber als Weg würde ich das hier echt nicht bezeichnen. Oh! Ups! Gammelfisch? Aber lass mich raten, der Fisch ist dann so am Stinken, deswegen darf er nicht mitfliegen, oder? Ach, ist vielleicht... Meinst du mit Weg vielleicht diese... pflanzenfreie Natur? Also relativ pflanzenfrei. Aber wenn er aus der Dose rausmüffelt. What? Ja, das glaube ich dir. Aber wenn es das ist, wie ich denke, dann verstehe ich's. Ob ich es finde, ist die andere Frage. Aber ja, ich sehe so was Ähnliches wie ein Weg. War ich hier nicht schon mal? Alles gut, lass dir Zeit. Ich könnte an der Map nichts erkennen, ganz ehrlich.
am Weg. Ich würde ja fast außen rumlaufen. Für mich persönlich. Unterhalb vom Wasser irgendwo. Ich glaube, nee, ich würde in diese Richtung laufen. Also praktisch geradeaus und dann rechts. Alles gut. Macht nichts. Ich würde ja komplett außen rumlaufen, weil es einfacher ausschaut. Also um den Felsen rum. Von der Map aus gesehen. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo es sind. Na, Katze. Nicht ins Wasser, das wäre jetzt sehr hinderlich. Kennst du 20 die wie hieße Dorian-Frucht? Ich glaube, so hieß die. So eine übelst stinkende Frucht soll es sein. Aber die soll auch gut schmecken, angeblich. Also von dieser. Wow. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Tiki. Hey. Durian. Ja, genau. Irgendwie so heißt die. Die soll ja auch so üblen Geruch haben. Ich noch was anderes außer Gammelfisch vor die Nase? Ich habe Hunger. Aber hier wird es nichts geben, ne? Interessant, das schmeckt doch ganz okay. Ja, keine Ahnung. Das ist nichts, was ich jemals probieren werde. Auch wegen der Exotik. Ist gut. Also, wir sind jetzt von dort. Links. Außenrum. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich versuch's jetzt einfach. Oh. Das war Wasser. Da sind Palmen. Aber gibt es auch was zum Essen? Da ist zwar was zum Essen, aber... Kann ich mir da nicht irgendwelche Nüsse runterholen? Also, Wasser? Fluss? Moment. Ist das dieser Fluss? Über den Fluss geradeaus und ein bisschen rechts halten. Hier gab es Fische.
Das war nicht tief. Da ist auf jeden Fall Map-Grenze, dann sind wir schon richtig. Das heißt, in der Richtung. Nur, dass ich da, glaube ich, auch noch nie gewesen bin. Wie soll ich das denn erkennen? Komm, hoch mit dir. Also, minus 134 brauchen wir. Das heißt, das ist doch ein gutes Stück. Der Gammelfisch verfolgt uns. Ich esse jetzt mal eben das, da ist mir egal. Einfach ein bisschen was im Magen rein. Wir müssen uns ja nicht fortpflanzen, alles gut. Also. Minus 102. 134 haben wir gesagt, ne? Das ist ungefähr die Hälfte, würde ich schätzen. Das war zu weit. Wahrscheinlich werde ich wirklich nur den anderen hinterher dackeln. Zumindest an manchen Stellen. So. 100. Ah! Oh Gott, wo kommt die Klippe her? Oh no. Okay. Okay. Da war eine Klippe. Und ich weiß nicht mal, wo wir waren. Delta Damm. Mano. Die Klippe kam überraschend. Aber eigentlich will ich jetzt gar nicht mehr groß weitermachen, ehrlich gesagt. Wenn du im Damm spawnst. Im Damm? Ach, der Damm. Jetzt verstehe ich, welcher gemeint ist. Aber spawnt man da? Das ist auch viel zu weit südlich. Moment. Südost, ne?
Lass mal kurz hier gucken. Also, wir müssen irgendwo da dorthin. Hier war der andere Suhlplatz irgendwie. Aber nur ganz kurz. Vor allem, weil ich jetzt wieder ganz klein bin. Klein und hungrig. Und wo bin ich? Ich höre dich. Aber mein Gammelfisch wird mir nicht angezeigt. Dein Gammelfisch. Aber als Zwerg hat man mehr Ausdauer. Oh, schön. Wo bin ich? Ich höre dich. Aber ich glaube, das nimmt kein gutes Ende, wenn ich jetzt... Da ist der Damm. Ich bin zu klein. Ich gehe zum Damm. Da bist du. Auch wenn das jetzt nicht so ganz der richtige Spawnpunkt ist. Ne? Hier bin ich. Das hört sich an. Ich bin kleiner als das Gras. Wer fühlt sich noch, als wäre Pokémon-Trainer im hohen Gras? Also in diesem sehr hohen Gras aus der Höhenregion? Gott, ist der putzig. Oh, schön. Ich sehe mich. Moment, kann es sein, dass ich diese Schlammmuhle schon mal hatte, ganz am Anfang, als ich das Spiel begonnen habe? Jetzt bin ich schneller als du. Aber dafür sehe ich mich auch nicht. Aber er springt, ist auch so süß. Damit. Du, diese Stifte, ne? Aber ich glaube, da werde ich nie hinfinden. Straight durchs Wasser ist wahrscheinlich leichter. Aber es dauert länger. Da ist wieder so ein... Ja, den sehe ich. Trampelpfad wollte ich gerade sagen. Gott, bin ich mickrig.
Das da ist Richtung Süd und das ist Richtung Nord. Dieser Fisch. Ich komme von rechts, ja, vom Damm. Folgen in Richtung nördlich. Okay. Gott, ob ich den finde. Folgen Richtung. Ja, ungefähr nördlich. Und dann rechts abbiegen. Oh, wie frech. Am Felsen rechts. Okay. 111, 100. Schlamm ist schwer. Ich werde sowas von verhungern jetzt. Lass mich mal kurz ein bisschen. Gucken. Gibt's hier was? Den Weg lang? Richtung Nordwest. Bis das Wasser. Ja? Welches Wasser? Das sieht man hier gar nicht. Aber okay. Bis Ende des Wassers und dann wahrscheinlich links halten, oder? Warum ist Petri so schnell? Aber Respekt, dass du alle Sümpfe so kennst. Wasser brauche ich zum Glück jetzt nicht. Rambock! Piu! Könnte ich überhaupt Schaden machen? Ja, wie gesagt, ein bisschen links halten dann. Und bing. Bisschen links ist gut, das ist ja schon wieder fast Süden.
Rein in den Matsch. So, was haben wir? 143,291 zu minus 166 bis zum Fluss über die Baumstammbrücke. Baumstammbrücke? Kenne ich das? Warte. Hoch? Geht nicht hoch. Geht nicht. Danke. Fluss? Stammbrücke. Ach, das Ding. War ich hier schon mal? Oh, das ist ein fetter Baum. Seltsame Kombination Petri und Pari. Straight nach Westen. Straight nach Westen, sagst du. Das ist Norden. Ups! Das ist Wasser. Ist mir lieber als aber noch ein Schlammloch? Hab ich mich verzählt? Okay, hier ist Wasser. Das ist dieser Fluss. 789. Ach so, ich bin nur abgerutscht. Deswegen. Minus 196. Die Map echt auf dem anderen Bildschirm. Das ist. Da jetzt durch. Große Ebene. Ich kann den Gammelfisch nicht mehr riechen. Das war auf jeden Fall in der Nähe. Wo bist denn du? Hier ist Ebene. Da, da bist du. Hallo.
ich muss echt langsam was essen. Es tut mir leid. Wir müssen dann kurz Pause machen. Und wenn es nur Gras ist, das passt ja. Für den Weg. Aber der Weg ist schon mal ganz nett. Ich sollte doch mal wieder was trinken. Großen Schlammloch auf der großen Ebene. Okay. Kleinen Moment. Weg bis zum Loch folgen. Kuckuck. Schlammloch aus nach Westen überm Fluss. Hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so lange dauern wird. Was sind das denn für Blumen? Wie weit ist das denn? Aber ich glaube, ich sehe es. Ich glaube. Ist das eine Ziege? Was zu essen? Was zu essen? Ganz kurz, das hat Vorrang. Ach, welche Frage, wo er da ranklappert. Okay. Wo bist du, Gammelfisch? Da bist du. Hab ich das Gefühl, ein Wildschwein zu hören? Ich glaube, da ist wirklich irgendwo ein Schwein. Das wäre ins Leder will. Ah. Gott, ist der süß. Die Babys in dem Spiel sind einfach unschlagbar. Wie weit ist denn das? Und dann muss man auch noch hoch zum Turm, oder wie? Da hinten irgendwo. Aber die Route mache ich halt nicht mehr. Da habe ich keine Lust mehr. Aber Hauptsache, ich habe einmal jedes Loch berührt. Nein!
Geh weg, du Schwein. Damit kann ich mich nicht anlegen aktuell. Und apropos Schwein, bei Green Hell, ich habe 2 Tapire als Haustier. Yay! Letztes Schlammloch. Komplett versunken. Oh, das sieht jetzt... Oh, das sieht aus... Mach das nochmal, bitte. Ich will einen Screenshot haben. Einmal nochmal im Matsch wühlen. Und dann muss ich den richtigen Moment abwarten. Das sieht nämlich echt aus, als hättest du so ein Skelett auf dem Bauch. So gut. Okay. Kopfsprung. Ja, mehr oder weniger, ne? Großes Schlammloch. Hui. Yay. Okay, von hier aus straight südlich. Taste suchen. Toll, er riecht nichts. Sehr schön. Der Schlamm hat unsere Nasenlöcher abgedichtet. Nein, hat er nicht. Mein Fehler. Straight nach Süden, Richtung Radioturm. Aber wie gesagt, nicht mehr heute. Ich bin der König der Welt. Da ist irgendjemand was oder irgendwas gestorben. Nun gut, Pixel, vielen Dank. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Auch wenn ich das 8. und wahrscheinlich auch das 7. Loch niemals finden werde. Moment. Ich leg mir jetzt hier auf dem Ding schlafen. So. Ich beende den Stream an dieser Stelle. Das wird auf jeden Fall eine lustige Tour nächste Woche. Also wie gesagt, Samstag. Ich werde wahrscheinlich so gegen 7:45 den Stream anschmeißen. Damit die Vorbereitungen alle durch sind, bevor der Stream, bevor das Rennen losgeht. Ne? Wir spielen am Freitag dafür Octopath. Genau wie morgen. Und ja, wie gesagt, nächsten Freitag, Quatsch, nächstes Wochenende. Also am Samstag geht's los. Da wird bei mir im Discord-Channel Fullmetal Alchemist gestreamt. Anime-Serie. Fantasy, Drama, Action. Mischung aus allem. Kann ich nur empfehlen, ist meine Lieblingsserie. Reinschauen schadet nicht. Ansonsten wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf das Chaos nächste Woche. Morgen, Octopath. Wir machen Kapitel 2 von unserer Diebin, würde ich sagen, weiter. Da haben wir ja letzte Woche angefangen, also nicht fertig gemacht. Und ja. Wieso sieht man in diesem Spieletrailer eigentlich Dinos, die es gar nicht gibt? Das ist sehr gemein. Wie dem auch sei. Ich danke, dass ihr da wart und auf bald. Macht's es gut. Bye bye.